Wladimir Putins größter Kritiker ist tot. Rund 20 Jahre lang blockte Alexei Nawalny über Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft im Kreml. Damit brachte er die russischen Behörden gegen sich auf. 2020 wurde ein Giftanschlag auf ihn verübt. Nach seiner Genesung kam er in Russland in Haft. Jetzt starb der 47-Jährige hinter Gittern. Laut offiziellen Angaben an einem Blutgerinnsel. Seine Unterstützer glauben aber an Mord. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz nahm Nawalnys Frau Julia Putin in die Verantwortung. Die Behörden halten Nawalnys Leichnam bis heute zurück. Und die Polizei in Russland unterdrückt öffentliche Trauerbekundungen, die zeigen, der Putin-Kritiker hatte auch in Russland Anhänger. Nawalnys Frau will seinen Widerstand gegen das Regime nun fortsetzen. Denn